Und worüber ich heute euch erzählen wollte, ist diese innere Frau. Ich habe vorher gerade einen Post gemacht über diese Kämpfe unserer inneren Frau. Und die haben wir alle. Und das ist eigentlich so viel treffender beschrieben, wenn ich jetzt sage, es geht hier um meine innere Frau. Weil das innere Kind ist schon lange erwachsen geworden. Hier gibt es eine innere Frau in mir und diese innere Frau, die will schon ganz, ganz lange ganz, ganz viel Schönes erleben. Die will glückliche Beziehungen, die will in Freude, in Leichtigkeit leben. Diese innere Frau weiß, dass es nichts auf dieser Welt gibt, was eigentlich bedeuten würde, dass sie nicht gut genug ist. Diese innere Frau weiß, dass sie bedingungslos erwünscht, geliebt und unterstützt ist. Und das nenne ich Divine Design. Und ich nenne es auch extra nicht Seele, weil viele hier doch noch der Meinung sind, die Seele hätte irgendeinen Plan oder die Seele sei hierher gekommen, um zu lernen und um zu leiden. Aus meiner Sicht sind wir hierher gekommen, einzig und allein, um herauszufinden, dass wir Divine Design sind. Und dieses Wissen ist in uns schon lange ganz, ganz tief verankert. Und ich spreche jetzt gerade hier über die innere Frau und es kann auch der innere Mann sein, der die ganze Zeit Wünsche, Träume, Visionen raushaut, quasi diese innere Frau, die denkt sich, ach, wäre es denn nicht schön, wenn ich mir diese schönen Kleider kaufen könnte? Wäre es denn nicht schön, wenn ich reisen könnte, wenn ich nicht so eingeschränkt wäre? Wäre es denn nicht schön, wenn mein Leben leichter wäre? Wäre es denn nicht schön, wenn ich nicht so viele Sorgen hätte? Das, die innere Frau, die weiß es. Die weiß, dass es möglich ist und die weiß für dich, dass es für dich gedacht ist. Und dieser Clinch, dass du quasi hier in zwei Versionen unterwegs bist, und zwar in der einen Version, die hier konditioniert worden ist, die hier belehrt worden ist, der beigebracht worden ist, wie Leben geht, wie man hier leben muss, der beigebracht worden ist, wie man sich anpassen muss, wie man sich in die Gesellschaft einpassen muss, der beigebracht worden ist, wie man endlich gut genug wird. Und genau das, dieser Clinch, der macht dieses Scheißgefühl immer, der gibt immer diese Unzufriedenheit. Dieser Clinch, der stellt immer wieder die Frage, die äußere Frau fragt immer, wie kann es gehen, wie kann es gehen, wie kann ich es hinkriegen, wie kann es denn sein? Und immer wieder kommen von der äußeren Frau die Argumente, ich weiß es nicht, es geht nicht. Und die innere Frau, die will aber. Die will, die innere Frau, die will ihr Traumleben. Die innere Frau, die will endlich bedingungslos anerkannt, gesehen, gehört, geliebt, unterstützt, richtig sein. Das ist die innere Frau in ihrem Divine Design. Die lebt in dir. Die ist eigentlich dafür verantwortlich, dass du nicht zufrieden sein kannst, weil sie ganz genau weiß, dass Zufrieden nicht das ist, wofür du hier bist. Die innere Frau weiß auch ganz genau, die treibt dich immer an. Die will mehr von dir. Die weiß ganz genau, dass da mehr für dich möglich ist. Das weiß diese innere Frau. Aber deine äußere Frau, die konditionierte Frau, womöglich ist es die Ehefrau oder womöglich ist es die Angestellte oder die Mitarbeiterin, aber es ist auch die Geschäftsfrau, es ist die Businessfrau, die immer wieder Einschränkungen wahrmacht, die immer wieder sagt, sei zufrieden, es läuft ja gut, du darfst nicht mehr wollen.
Und da, dieser Clinch, der muss aufgelöst werden. Du musst hier diese Wahrhaftigkeit dieses Clinches, dieser zwei Frauen, die in mir die ganze Zeit argumentieren, die eine, die glaubt an dich und die andere eben nicht. Die eine Frau, die weiß ganz genau, zu was du fähig bist, zu was du in der Lage bist. Die weiß ganz genau, dass all diese Ängste und Einschränkungen und Konventionen nicht wahr sind. Dass die einfach Human Design sind, dass die menschlich gemacht worden sind, dass die auf einer Basis entstanden sind, die nicht der Wahrheit und nicht der Wahrhaftigkeit entspricht. Und diese innere Frau, die wird nicht ruhen. Das kann ich dir sagen. Diese innere Frau, die wird dich so lange triezen, tratzen, antreiben. Und die äußere Frau wird dir immer wieder sagen, ja, das geht nicht, das kannst du nicht, du bist so und so und du hast die Ausbildung nicht dazu und wie soll denn das gehen? Du hast das Geld nicht dazu, du hast keine Zeit, andere Sachen sind wichtiger. Und die innere Frau, die wird dir immer in den Arsch treten. Die will gelebt werden. Es ist nämlich das, diese innere Frau, die ist da, dass du sie verkörperst und dass du sie lebst, dass du jeden Morgen aufstehst und weißt, dass du nur die eine bist, und zwar diese wahrhaftige innere Frau, dass du nur die bist und gar nichts anderes, dass du auch nicht die bist, die sich gegen etwas stellen muss oder die rebellieren muss, sondern du bist einfach nur die, die sich ihrer inneren Frau vertrauen muss. Und zwar, dieses Vertrauen kannst du nur aufbauen, wenn du weißt, wie die Welt passiert, wenn du weißt, wie alles kreiert wird, wie du weißt, was deine Rolle darin ist, dass das Außen sich dir so zeigt, wie es sich dir zeigt. Erst dann kannst du deine innere Frau verstehen. Erst dann kannst du das nicht abtun als lästig oder als beängstigend oder als beschwerlich, wenn du verstehst, was deine innere Frau von dir will und warum sie es von dir will. Dann kannst du anfangen, mit ihr ein Verhältnis aufzubauen, diese innere Frau tatsächlich komplett zu verkörpern. Und dann bist du nämlich plötzlich nicht mehr diese äußere Frau, die aufgewachsen ist, wo sie aufgewachsen ist, die Ausbildung, die diesen Family-Hintergrund hat, den sie hat, sondern dann bist du plötzlich diese wahrhaftige Frau, die innere Frau, die als Kind schon rebelliert hat, die als Kind schon gemerkt hat, irgendetwas stimmt hier nicht, irgendetwas stimmt nicht mit diesen Einschränkungen, mit diesen Konventionen. Diese innere Frau hat es schon immer gewusst und dieses äußere Kind damals hat einfach rebelliert. Dieses Kind hat einfach, war bockig oder es war super brav. Aber jetzt ist da eine Frau geworden draus, eine Frau. Und diese Frau weiß bis zu dem Punkt, wo sie das Leben versteht, nicht, was das hier soll. Diese Frau, jede Frau, ich kenne keine und übrigens auch jeder Mann, aber ich spreche jetzt zu dir als Frau. Ich kenne keine Frau, die das einfach von Anfang an verstanden hat. Aber ich kenne viele Frauen, die es jetzt verstehen. Es ist nicht der größte Teil aller Frauen. Ich kenne auch viele Frauen, die es verstehen und trotzdem nicht durchgehen. Trotzdem sie immer wieder abhalten lassen, ablenken lassen von dieser äußeren Frau, weil die äußere Frau, die ist das gewöhnt, die hat schon immer so gelebt, die hat schon immer das geglaubt, was
sie einschränkt. Die hat schon immer das im Außen gesehen, was ihr sagt, dass sie nicht gut genug ist und dass sie das nicht machen kann und ihr nicht vertraut ist. Und diese inneren Kämpfe, die kennt jeder. Und wenn ihr euch zurückerinnert, dann wisst ihr, wann euch das zum ersten Mal bewusst aufgefallen ist, dass hier irgendwas nicht harmonisch ist, dass hier irgendwas in einem am Kämpfen ist. Und bei mir war das so, wo mir das aufgefallen ist, habe ich halt einfach nur immer den Rückschluss gezogen, ich bin halt falsch. Ich bin falsch erzogen, ich bin in die falsche Familie geboren, ich bin nicht gut genug. Und diese Rückschlüsse, die ziehen mir, weil dieser Kampf aktiv ist. Dieser Kampf zwischen der inneren und der äußeren Frau. Und als Kind ist es eben das innere Kind und das äußere Kind. Aber es sind diese zwei Versionen, die in uns diesen Kampf machen. Es ist einmal die Divine Design Version, die weiß, dass hier alles möglich ist, dass hier alles da ist, um erlebt zu werden, um freudig erlebt zu werden, um begeistert erlebt zu werden. Und dann ist eben diese Human Design Version, die irgendwelche Erklärungen sucht, warum die Divine Design Version jetzt nicht gelebt werden kann. Da ist ein ganzes Buch drüber geschrieben, Human Design, das dir erklärt aufgrund deines Geburtsdatums, warum du diese innere Frau nicht ausleben darfst, warum du nicht so leben darfst. Und es ist alles nur eine Erklärung, dass du irgendwann mal verstehst, warum es dir schwerfällt oder warum es nicht geht. Aber so eine Erklärung bräuchtest du eigentlich gar nicht, wenn du verstehst, dass hier einfach der Prozess im Gange ist, dass du lernen darfst, was ist denn jetzt die wahrhaftige Version von mir? Wer bin ich denn wirklich, wirklich, wirklich? Was darf ich mir wirklich alles erlauben? Wie darf ich wirklich sein? Wie darf ich wirklich leben? Was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse hier? Meine Wünsche, mein großes, großes Verlangen, ist es wirklich da, damit es mich traurig macht und damit es mir immer wieder zeigt, dass ich das nicht haben kann und dass es nicht für mich da ist? Oder ist mein innerstes Verlangen doch wirklich einfach nur dafür da, um mir zu sagen, schau mal, das wäre hier auch noch im Petto für dich. Schau mal, das wäre für dich eigentlich gedacht. Schau mal, hier, so könntest du leben, das könntest du erleben, da könntest du hinreisen, so eine Beziehung könntest du haben, so eine Wirkung könntest du hinterlassen. Das ist es, worauf es drauf ankommt. Und wenn du das verstehst, dann habe ich so eine riesengroße Abkürzung für dich, weil dann musst du nicht mehr diese ganzen Bücher wälzen, psychologisch, human designisch oder sonst irgendwie erklärerisch, warum du so bist, wie du bist. Die einzige Antwort ist, weil du es nicht besser wusstest. Das ist alles, weil du nicht besser wusstest, was diese Wünsche und Bedürfnisse in dir eigentlich bedeuten. Weil du nicht besser wusstest, warum du vielleicht neidisch bist. Weil du nicht besser wusstest, dass du neidisch bist, weil diese innere Frau in dir eigentlich sagt, hey, das ist auch für dich gedacht. Und die äußere Frau sagt, nee, für dich nicht. Und daraus kommt dann Neid. Wut. Du bist wütend, weil du nicht vorwärts kommst, weil sich nichts verändert. Und dann, warum bist du wütend? Weil die innere Frau zu dir sagt, hey, geh doch raus, mach das, sei die, hol dir das, das entspricht dir. Und die äußere Frau sagt, nee, das ist nicht für dich, das ist nur für die Guten, für die Lieben und für die Reichen und für die Schönen und du bist keine von denen. Und dann wirst du wütend, weil dir das Außen genau immer wieder diese Sache, was dir deine äußere Frau erzählt, widerspiegelt. Und so kommen Leute jeden Tag vorbei und sie erzählen dir, was in deinem Kopf dir von deiner äußeren Frau schon lange erzählt wird. Es ist in dir entstanden.
Es lebt in dir, diese Überzeugung lebt einfach in dir. Aber gleichzeitig lebt eine andere Überzeugung in dir und ein anderes Wissen in dir, das weiß, dass alles, alles, alles für dich sowas von möglich ist. Aber dieses Vertrauen kannst du eben nur bekommen, wenn du weißt, wie Energie funktioniert. Wenn du weißt, wie diese Energie in dir entsteht und sich im Außen manifestiert. Und wenn du weißt, warum du diese Gefühle hast und diese Rückschlüsse und diese Annahmen, die dir scheinbar alles blockieren und verunmöglichen, was du eigentlich haben möchtest. Und wenn du jetzt hier das Große und Ganze anfängst zu verstehen, anstatt versuchst, Glaubenssätze zu drehen, anstatt dass du versuchst, irgendwas Einzelnes in dir zu heilen, weil du ja schon heil bist übrigens, oder anstatt dass du versuchst, in kleinen Schritten vorwärts zu gehen, kannst du Quantensprünge machen. Und dieser Quantensprung ist einfach, indem du entscheidest, du hörst jetzt nicht mehr auf diese äußere konditionierte Frau, sondern du lernst jetzt mal diese innere Divine Design Version, diese innere Frau von dir kennen und folgst der. Und deren Sprache musst du erst mal lernen. Du weißt gar nicht, wie die spricht, weil du sie ja nie gehört hast. Du hast ja nie gehört. Du hast ja immer nur gehört, das ist nicht für dich, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, du hast zu wenig Geld, du hast zu wenig Zeit, das sollst du nicht, das darfst du nicht und so weiter und so fort. Und diese innere Frau, die hat dich die ganze Zeit geteased oder nenn's getriggert. Die hat die ganze Zeit dir Wünsche gebracht, Ideen gebracht, Vorstellungen gebracht, Visionen gebracht. Aber du hast natürlich nicht hören können, weil jedes Mal, wenn so eine Vision oder eine Vorstellung, ein Wunsch hochkam, hast du auf die äußere Frau gehört, es geht nicht, das kann ich, das ist nicht für mich, wie soll es denn gehen, ich weiß nicht, wie es gehen soll. Und die innere Frau spricht aber mit dir in Bildern, in Vorstellungen, in Wünschen, in Verlangen, in Prickeln, in Vibrieren, in freudiger Erwartung. Und die äußere Frau, die interpretiert all diese Sachen schlecht, weil sie sagt, es geht nicht. Die äußere Frau sagt, ja, das Prickeln, das ist nur mal kurz und dann ist es wieder weg. Oder die Vorfreude, sagt die äußere Frau, freu dich nicht zu früh, nämlich du wirst noch enttäuscht werden, weil du wirst schon sehen, es steht dir nicht, es steht dir nicht zu, das gehört nicht zu dir. Ja, und auch dieses Gefühl des frisch Verliebtseins, des Begeistern, eben dieser Vorfreude, kommt immer wieder die äußere Frau und sagt, das ist aber kein gutes Gefühl. Ja, und dann bist du wütend und dann bist du angepisst und dann bist du ranzig. Und dann sagt die äußere Frau, siehst du mal, das ist dein Gefühl. So musst du dich fühlen, weil so bist du gedacht, nämlich so gar nicht gut genug und gar nicht in Ordnung. An dieses Scheißspiel musst du durchschauen. Das ist wie ein Kräftemessen, das du nur durchschauen kannst, wenn du dich drüber setzt, wenn du die höhere Beobachterperspektive einnimmst und mal guckst, was da abgeht. Und wenn du verstanden hast, was da abgeht, dann kannst du dich nämlich auf diese innere Frau, die innere Göttin, auf dein Divine Design, so nenne ich das, weil alles andere immer so vorgefertigt ist, oder? Wir haben Bilder von Göttinnen und so weiter und so fort, aber wenn ich sage, mein Divine Design, dann ist es etwas ganz Spezielles, Wunderschönes, Fehlerfreies, absolut in Ordnung, immer in Ordnung gedacht, immer in Gesundheit, in Fülle, in Wohlstand gedacht. Und wenn jemand das verstehen kann, dann ist es die absolute Abkürzung zu deinen Wünschen, zu deinen Träumen, zu deiner Traumvision und zu deinem Traumleben. Und ich habe die ganze Sache durchschaut. Ich kann es erklären. Ich kann es dir erklären in deinen Worten, in deiner Welt, so dass du es verstehst. So dass du sowas von schnell aus all dem Unerwünschten und all dem Ungeliebten, was sich in deinem Leben jetzt noch zeigen mag, super schnell draußen bist.
Und das ist für mich die Divine Design Reise. Und diese Reise, die ist großartig, weil da bist du nur noch unterwegs mit dieser Divine Design inneren Frau, die du eigentlich in Wahrhaftigkeit bist, und musst dir keine Einschränkungen, keine Bedingungen, gar nichts mehr sagen lassen, musst nichts von dem glauben, sondern bist erhaben und erhoben über dieser äußeren Frau. Und dann fühlst du dich rund, dann fühlst du dich harmonisch, dann fühlst du dich angekommen, dann fühlst du dich selbstsicher, dann fühlst du dich geliebt, dann fühlst du dich klar, dann fühlst du dich wahrhaftig. Und das ist das, was ich mir auf die Fahnen geschrieben habe für jede Frau, die es verstehen kann, die es ahnen kann und mit diesem Verständnis eine Entscheidung trifft und sagt, genau, das will ich jetzt. Und nichts anderes. Ich will jetzt diese Abkürzung nehmen und ich will aus meiner inneren Divine Design Frau heraus mein Leben erschaffen und erschöpfen. Und diese andere Schnalle, die mir da die ganze Zeit irgendwelche Unmöglichkeiten und irgendwelche Dinge ins Ohr zwitschert, dass ich nicht gut genug bin, diese andere Schnalle, die lasse ich mal vertrocknen und verhungern, bis sie mir nichts mehr sagt. Und dann gehe ich vorwärts und kreiere das geilste Leben, das ich mir nur vorstellen kann. Für mich und in meiner Welt ist für jeden das geilste Leben gedacht. Und ich lasse mich nicht mehr von irgendeiner äußeren Welt stoppen, einschränken, irritieren, das, was meine innere Frau schon lange kreieren wollte, umzusetzen, weil ich weiß, es wird im Außen manifestiert, wenn ich auf diese innere Frau höre, diese innere Frau verkörpere mit den großen Divine Visionen für diese Welt, für unsere Welt. Und deswegen können wir es verändern. Und es ist so geil, wenn wir sehen, wie das funktioniert. Und ich freue mich, wenn du eine von denen sein möchtest, die bereit ist, es zu ertragen, so viel Einfluss und so viel Wirkung zu haben, dass diese Welt jedem anderen den Platz und den Ort bietet, sein Divine Design zu leben und diese ganze äußere Einschränkungsgeschnatter einfach mal ein für alle Mal den Abflug macht. So, es ist wahrscheinlich doch wieder länger geworden, aber mir ist es so wichtig, dass ihr das versteht, dass ihr diesen Unterschied versteht und dass ihr mal in euch reinhorcht und sagt, okay, was ist da meine innere Frau und meine äußere Frau, ja? Das macht so viel mehr Sinn wie inneres Kind und der ganze Kram. Wir sind jetzt hier erwachsen, wir müssen hier keine inneren Kinder mehr heilen. Wir dürfen einfach sagen, okay, innere Frau, Divine Design, ich bin on board. Ich brauche keine inneren Kinder. Ich selber habe ein äußeres Kind, um das kümmere ich mich als Divine Design Frau und nicht als eine, die irgendein armes inneres Kind hier drinnen noch heilen will, sondern mein Sohn da draußen profitiert von einer Divine Design Mama, die nicht noch irgendwie meint, sie müsste ein anderes inneres plärrendes Baby nähren. Bisschen bös gesagt, aber überleg dir das doch mal. Das ist doch ein Denkkonstrukt, das die Leute wieder mal Status quo hält. Das brauchen wir nicht. Wir wollen vorwärts. Wir wollen endlich diese geile Welt haben, die wir hierher gekommen sind, um sie zu kreieren, number one, und sie dann zu erleben. Und jeder für sich muss das tun. Es kann niemand anders für dich tun. Es kann Hilfe, Unterstützung, Räume, Austausch, Teachings, Erklärungen, das ist mein Part. Das ist so, so hilfreich. Aber tun, machen, leben und erleben musst es jeden Moment tun. Weil es ist dein Leben, es ist deine Kreation. Okidoki. In diesem Sinne, einen schönen Montag und eine wunderbare Woche und bis bald.